Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode oder der ersten von Battlefield 3 mit eurem Ecstasy A&E XN. Der Fritz bei Earth ist am Start und spielt schon wieder einen Shooter. Wir alle wissen, wie das bei Crysis aussah. Wenn ihr es nicht wisst, schaut mal unter das große Video auf meinem Kanal, wo dran steht Operation Support Scan. Ich schätze mal, dieses Video wird wieder genau dasselbe werden, denn wenn ich Shooter spiele, geht das schief. Insofern, das hier war vor kurzem gratis über erhältlich. Dank Chip weiß ich sowas. Und deshalb legen wir mal los. Ein First-Person-Shooter für dich ungewohnte Zahlen. Zielhilfe will ich nicht. Nehmen wir nochmal. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, hilft dir ein Blick auf deinen Kompass weiter. Ich habe keine Ahnung, was Battlefield, worum es da geht. Es ist kein Zweiter Weltkrieg oder so, glaube ich. Erstmal Call of Duty, wenn ich mich irre. Keine Ahnung. Teil 4 war irgendwas Hightech-mäßiges schon fast, oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Ist mir auch völlig egal, hier wird geschossen und davon habe ich keine Ahnung, deshalb machen wir das auch. Semper Fidelis ja in mich auch. Es ist immer noch 24 Grad Schatten in der Bude. Bei geschlossenen Jalousien. Draußen haben wir mittlerweile 30. Da lohnt sich das Let's Play nochmal so richtig. Ich glaube, ich habe gerade Mass Effect Folge 14 aufgenommen. Die gehen nämlich weiter. Oh, hübsch. Sieht ja besser aus als erwartet, muss ich sagen. Ein Publisher, den wir nicht weiter nennen, weil er beschissen ist. Würfel. Ihr wisst, wenn ich Shooter spiele, ist das absolut ernst zu nehmen. Volle Konzentration. Oh, nicht auf den Zug springen, nicht auf den Zug springen. Ja, der springt natürlich drauf. Ist der gerade genau zwischen den Abteilen gelandet? Das muss doch wehtun. Battlefield 3, legen wir los. Oh, ein Flüchtling, wie mir scheint. Na, hier geht's aber rund, wa? Aha. Mann, bin ich gut. Tja. Das kriegen wir ja schon mal ganz gut hin, ja. Ich war's nicht. Kann ich das mitnehmen? Ich will looten, komm. Oh, ist das Mausempfindlichkeit hoch. Ich schätze, was brauchen wir in dem Spiel auch. Ich war's nicht. Wohin schieße ich eigentlich auf welche Zivilisten? Ist egal. Ich will looten. Kann ich eh drücken oder so? Hm? Ach, halt die Klappe. Oder sammle ich Munition hier unter... Bleh. Halte R. Na damit. Wow, coole Animation. Ach du Scheiße. Aha. Maus-Events. Oh je, das ist jetzt schon zu schwierig, das Spiel. Was wird denn das denn für ein Spiel? Oh, ist ja hier, also Rambo ist ein Witz dagegen. Sag mal, wie viele Wachen kriege ich hier noch auf den ersten Metern? Aha, so rennt man also schnell. Okay, ich bin nochmal weg. Was? Ja! Hallöchen! Nee, nee, das machst du nicht. Das macht er natürlich doch. Also ich hätte ja aus dem Fenster rausgeguckt und jetzt gleich noch... Oh, ich muss Leertaste drücken, schnell. Okay, ich drücke Leertaste. Ganz halt richtig. Weil sterben tue ich jetzt nur ungern. Ducken wäre jetzt nicht schlecht. Hallo? Kann ich mich hier hinhocken? Du stirbst. Komm, hau ab. Wer war das da hinten? Ist hier noch einer? Nee. Dann laufen wir mal ganz langsam. Oh. Hi. STG? Die drücke ich. Ich schieße einfach mal auf dich, weil du liegst da. Erstmal nachladen. Ist ja nicht so, als ob wir es hier gerade irgendwie gefährlich hätten oder so. Oh. Ducken. Danke. Ich gehe dann mal wieder runter, weil... So, wo ist der Heini von gerade eben? Au! Guck mal. Haut ab. Ja, ne klar, jetzt muss ich nachladen. Einmal umgedreht, tot.
Tja, YouTube, das hat ja ganze 5 Minuten gedauert. Das ist schön. Wir machen gleich an der letzten Stelle weiter. Wenn du nicht weißt, wohin gehen sollst. Ich weiß schon, wo ich hingehen sollte, aber da wollte ich nicht hin. Ach, was soll's. Ach ja, ich hätte ja Waffe wechseln können. Wie macht man das denn? Also das mit den Zielen müssen wir noch üben. Nachladen ist gerade keiner da, also den hier. Und nachladen. Mit was zum Geier schieße ich denn hier? Kalaschnikow, Baujahr 1930? Da ist noch so einer. Wieso duckt der sich und ich nicht? Nee? Oder war das jetzt ein Zivilist? Ich weiß es nicht. Die dürften alle schon tot sein. Oh. Kann man hier um die Ecken schielen? Nee, kann man nicht. Das ist schlecht. Ich bin gerade erschossen durch dieses Glas. Ich hoffe es einfach mal, weil ich lade nach und laufe jetzt einfach hier durch wie ein Blöder. Oh. Oh. Ist es das, was ich denke? Halt den Zug an! Ja, ne, sicher doch. Geh zum Öffnen. Komm, aufmachen die Bude. Du da, mach mal kurz Platz. Du schon wieder? Ich kenne dich doch. Was? Warum? Wieso? Was soll das alles? Wieso bin ich an dem Zug? Wieso hatte ich da Fesseln? Wieso wurde hier geschossen? Was soll das alles? Iran wurde von der UN als das Land mit den meisten seismischen Aktivitäten weltweit eingestuft. Mhm. Das ist ja hochinteressant, ist das. Henry Blackburn wurde in Buffalo gewohnt. Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist hochinteressant. Kommen wir jetzt weiter, oder? Mein Adrenalinpegel ist gerade so schön hoch. Ich war gerade so erfolgreich drin. Bin erst einmal gestorben in 5 Minuten. Könnte mal jemand mitzählen? Vielleicht blende ich das auch selber ein. Bau, Nummer 1. Bau, Nummer 2. Kann 2 Primärwaffen tragen. Mhm. Also Bogen und Messer. Hier ist er, der denkt, ich schieße hier mit. Zur Pistole zu wechseln geht immer schneller als eine andere Waffe nachzuladen. Ja, da habe ich aber was von, ne? Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die Waffe wechsle. Ich nehme an, 1, 2, 3, 4 oder so. Du kannst jederzeit Pause drücken, ne? Sicher. Ich gucke mal, wo ist auf meiner Tastatur Pause? Hm, nirgendwo. Weiter geht's. Da wird es für uns wohl keine Pause geben. Ein echter Krieger hat keine Pause. Ein echter Krieger ist nur müde. Was? 8 Stunden zuvor. Mhm. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Mhm. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Guck mal in den Spiegel. Oh mein Gott, die Rückkehr der fliegenden Partikel. Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Wenn du ein Feuerzeug hast. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Die Fäkalien, Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Nö. Erstmal eine Waffe, dann reden wir Wann mal hört auf gleicher Sie Ebene. Zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Mhm. Ach, die Irakis okay. Sind hier die Bösen. Ja, super. Muss vor dem US-Militär sein, das Spiel. So wie immer. Wollen wir uns darüber hermachen, über Krieg und US-Militär? Das wäre sogar mir zu langweilig. Also ihr wisst ja, dass die meisten dieser Shooter aus den USA sowieso vom US-Militär gesponsert sind, ne? Und viele Kriegstreiber und so.
Wahrscheinlich hat die NRA auch noch ihre Waschhände mit dem Spiel, aber... Oh, das klingt nach Johnny Cash. Ja, das ist Johnny Cash. Muss ich den Ton jetzt rausschneiden? Oh Gott. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht ich. Über den scheiß Hippie-Montest. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer. Okay, die sterben alle. Oh, ich kann mich umschauen. Hey. Keine Frauen im Bus? Okay, dann war das Spiel doch nicht interessant. YouTube, das ist Irak, nicht Indien, danke. Denke ich zumindest. Wo sind wir hier eigentlich? Wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach hier nur meine Arbeit. Lieber das so? Also das echte US-Militär hätte den jetzt erschossen. Habt ihr Hunger, YouTube? Es geht ab. Gentlemen, willkommen. Schnauze. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Mhm. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 Uhr. Das US-Militär. Die Irakis sind unsere Freunde. Ja, deswegen habt ihr sie alle abgeschossen, wa? Oh, das wird ein Antikriegs-Let's Play, ich seh's schon. Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue YouTube, darauf, dass ihr das schafft. Während der Quatsch, das ist der Hinweis, hier wird einiges an Sprüchen fallen, die das genaue Gegenteil von meiner Überzeugung sind. Zum Beispiel, ja, lasst uns alle erschießen. Wieso kann ich nicht rennen? Ah, jetzt noch. Also als erstes schieße ich dem jetzt mal in den Kopf. Ja, kann ich hier auch mal F5 und so? Gibt's nicht. Gut. Ist gespeichert, weil dann würde ich gerne einen von denen jetzt mal abschießen, so spontan. Killed by Friendly Fire, also bei den Amis beliebt. Los. Nö, geht vor, ne? Komm. Wäsche waschen. Damit sie im Krieg sauber Unterwäsche haben. Weg war. Das ging schnell. Los, vorwärts. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Dem folgen, ja. Nee, mal! Bist du... Ich könnte schon wieder schießen. Am erstbesten Speicherpunkt werden die Leute erschossen. Oh, hübsch. Und, was lernt ihr hier Schönes? Al-Hasra, ne, ne, mein Irakisch ist jetzt eher nicht so... Jemand soll dem Räumkommando sagen, was sprechen die im Irak? Persisch. Wer wusste das? X10. Ein Erdbeben. Wir sind 90 vorwärts. Kilometer von einer größeren Verwerfung. Vorwärts. Komm, hau ab. Ich gehe nicht. Wir können hier den ganzen Tag stehen. Muss ich die schubsen oder wie? Ich übernehme die Stellung und du gehst vor. Ach komm, halt die Schnauze. Ist doch krank. Guckt euch das an. Black, du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Und wer bin ich? Okay, unterwegs. Wow, haben wir da gerade einen... Tatsache. Ne, Granaten wollte ich nicht. Hey, ist das cool, ich hab ein Messer. Komm mal her, Holmes, Monte, wie auch immer du heißt. Ne, wollen wir mal? Bisschen Psychopathen rauslassen? Nein. Was machst du denn schon wieder? Ja, macht auf die Bude jetzt hier. Wow, ich bin Shooter, ich fasse es einziger nicht. Zivilist. Ja, die habt schon alle umgelegt, ne? Okay, das war... Ja, da gehe ich erstmal raus aufs offene Feld. Ganz logisch, wenn da draußen ein Scharfschütze ist, dann laufe ich erstmal ins offene Schussfeld. Ja, Granate, okay, und zwar... Oh.
Mir doch egal, wo du stehst. Oh, ich sollte vielleicht mal aus dem Schussfeld raus. Wen denn? Was denn? Wovon redet ihr überhaupt? Ach, der da. Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit. Komm her. Los, Jungs, zählen. Wer hat die meisten Abschüsse? Macht das Militär das nicht so? Ich hab 7 und ihr? Ich hab 3. Ich bin Ranglistenführer. Alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Nee, dann doch den Rest. Okay. Gangster. Wenn ich eins kann, dann ist es das hier. Wow! Und bis ich rausgekriegt habe, welche Taste hier was bedeutet. Was macht denn ihr, Leute? Ihr sollt doch mal schießen. Die stehen direkt vor euch. Nicht der Einzige, der hier das macht, oder? Ist egal, weiter geht's hier. Ein echter US-Soldat, der kämpft auch noch, wenn er aus Roboterteilen besteht. Das ist normal? Ich lebe ja immer noch, was ist denn hier los? Da war die Nummer im Zug schwerer. Was? Kehre ins Kampfgebiet. Ach, dann kriege ich einen Countdown, wenn ich nicht. Mhm. Ich muss also in den Kugelhagel gehen. Das habe ich verstanden. Warum rennen wir jetzt wieder zurück? Ach, springen kann ich auch. Toll. Wie lange kannst du rennen, ohne zu erschöpfen? Wir übernehmen. Hey, komm. Wer ist wir? Ja, was hast du davon, dass du an der Tür gestanden hast und gewartet hast? Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Er ist so gut wie tot. Seht um jede Ecke, dann gehe ich runter. Habe ich ein Nachtsichtgerät? Wahrscheinlich noch nicht. Ich kann Plastikdosen abschießen. Ich bin ein Held, YouTube. Ich bin ein Held. Noch ein Baby? Keine Zeit für sowas vielleicht. Jetzt hier. Jetzt müssen wir weiter. Nur mach doch hier, komm. Augen offen halten. Die kommen jetzt hier, ich hab eilig. Ihr geht vor und ich warte von hier. Scheiße, zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung. Bleibt nicht von den Fenstern. Erledigt ihn! Osmo, ich hab den Computer abgeschossen, es tut mir leid. Sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt von Rebellen aus dem Iran oder was? AK, aber muss ich jetzt wissen, was das hier alles für. Hör doch mal weg hier, gell. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Ich glaube, ich bin doch lieber dabei, weil die habt mehr Munition. So einfach aus das. Google nachladen. Ganzes Magazin für eine Kugel. Okay. YouTube, wir stellen fest, ich weiß, wie man mit Shootern umgeht. Ich bin erst einmal gestorben und das war im Intro. Gesichert. Sniper, wo ist er? Sieht hübsch aus hier. Bisschen eckig alles, aber. Ich gehe einfach mal weiter. Was ist er denn? Kommt ihr bald mal oder? Leute, ich bin schon längst hier. Braucht mir echt zu lange. Wow. Jetzt hör doch mal auf. Und jetzt auf die Terrasse. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Jawohl. Könntest du mal andere Schuhe dir zulegen? Und jetzt? Ich lebe immer noch. Scheiße, einfach weitergehen. Nö, und wohin? Da ist jetzt die Mauer, da gehöre ich dann auf zu laufen. Wem soll ich denn eigentlich folgen? Ja, ich würde auch ganz gerne snippern. Dich zum Beispiel. Okay,
Okay, da ist der Scharfschütze. Wo? Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Black, unsere Deckung verabschiedet sich. Wer soll mir was geben und warum? Wer ist er? Ach du Scheiße. Du bist der beste Schütze. Ja, ja, bestimmt bin ich. Du schaffst das. Wir sind alle tot. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Rückstoß. 3, 2, 1. Feuer frei. Nett. Perfekt erwischt! Ja, das haben wir alle genau so gesehen. Okay. Lass mich. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Tut das. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Nö. Kein Problem, Medevac. Nö. Welche Richtung? Over. Nordseite. Tu mir die Klappe, als leg ich dich um. Ich gib bei Chevins Abholung Deckung. Mhm. Geh in Position noch. Und zwar wo? Misfit 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Wo? Sind in Deckung. Schaltet sie aus, 1-3. Balkon, linke Seite. Ziel auf dem Dach, direkt geradeaus. Hm. Was siehst du hier Ziele? Hallo? Könnte ich diese obligatorischen Ziele auch mal sehen? Ach, die da. Macht ihr hier auch mal was, oder? Schieße ich hier ganz alleine. Ich will F5, was soll das? Kommt schon. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Schießt man, während ich hier nicht sehe, dass da jemand ist. Die Luft scheint rein zu sein, Misfit 1-3. Lass mal was trinken, wir haben's ja ehrlich. Wir geben euch Deckung, ihr könnt los. Vielleicht soll ich doch ein komplettes Let's Play draus machen. Soll das ein Scherz sein? So gut wie ich bin hier. Saubere Wäsche, allem Hampfenpimsel. Misfit 1-3, hier Doc Holliday. Vielen Dank, wir sind durch. Was soll ich sagen, mein Persisch ist halt nicht so gut. Weiter geht's. So. Sie kommen jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Wenn wir bitte vor diesem Kreis nachholen. Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Okay, das wäre jetzt ein bisschen viel, würde ich sagen. Die rennen schon wieder ab. Danke, dass ihr mir das Bescheid sagt, dass ihr abhaut, ihr Schweinehunde. Mistkrippel. Ja, was stehen wir hier noch rum? Lauft. Kommt, ich hab's eilig. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Ja, dann macht man. Scheiß Pfadfinder. Pfadfinder. Das sind mal Schrauben, wa? Die Salam, Palam, Palam, Palam. Ja, die Typen sind gleich da, ne? Nur mal sagen. Los, los. Ja, komm, lauf hier. Lass mich raten, das geht jetzt schief. Also. Hopp, danke. Zack, ich hab's eilig. Wisst ihr, ich muss mich nicht mal abrollen, Kumpel. Gut, mit so einem Teil würde ich mich auch abrollen wollen. Vom Rücken. Also manchmal. Hopp. Vorwärts. Achso, ich soll dem folgen. Okay, dann lauf voraus, so lange, bis ich der Captain bin, endlich. Ich werde auch hier irgendwann mal das Wagen haben, hoffentlich. Guck mal, wie ich das mache. Hep. Zack, unten ist man. Ja, kommt, was seid ihr für ausgebildete Soldaten? Strengt euch mal ein bisschen an. Gibt's da Fisch? Nee, gut, dann. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Hübsch. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass sie okay sind. Kenne Ecke in Dresden, die so aussieht. Wieso kenne ich eine Ecke in Dresden? Ich habe keine Ahnung. Boah, bin ich übers Auto geslidet gerade dort. Von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich? Hey, wahre Worte. Weißt du was, Campo? Das frage ich mich auch oft genug.
im Volleyballteam nicht geschafft, ne? Wegen disziplinarischer Maßnahmen entlassen. Ja, Fehlverhalten nicht. Ja, dann schießt doch auch. Dann lobt mir doch nicht mal vor die Flinte, Leute. Teambeschuss wird nicht toleriert. Mhm. Leute, ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn die mir hier. Das ist mir aufgefallen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich abgelaufen bin. Oh, hi. Oh, ja, wurde aber uns heute endlich. Weil ich mal wieder daneben getippt habe. Nochmal zur Erinnerung, ich spiele auf dem externen Monitor auf dem Notebook. Das ist etwas kompliziert. Aber noch gebe ich nicht auf. Erst beim dritten Tod machen wir hier eine Pause. Dankeschön. Nehmen wir kurz mal hin. Scheiße, Kontakt! Hört auf, mir vor die Flinte zu laufen. Ja, ich bleib doch lieber Scharfschütze. Das steht mir besser. Wie ihr seht. Super! Kann man ja den Iraker sagen, die dann her. Ist das die Patrouille? Zwei davon. Reiß dich zusammen, Mann. Ich rate mal spontan, dass das keine Zivilisten waren, die ich da gerade gesehen habe. Oder doch? Scheiße. Das geht schief. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit Führung, hier 1-3. Brauche sofort Käse weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch, out. Jetzt sind auf einmal Leute hier. Ich überhaupt nicht. Von da oben waren noch keine. Oder uns da oben? Ich, ich hab was gefunden! Tja, mal! Das ist gar nicht gut! Könntest du mich mal. Geh weg! Sekundärdraht, verstanden! Hallo! Kack. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns! Ich finde das nicht nett! Wo ist das Problem? Kapp den Draht! Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht! Blackburn, du bist Freiwilliger! Folge dem Draht! Könntest du mal kurz. Oh, ich bin getroffen! Ja, du wirst gleich noch ganz anders getroffen. Ja, hallo, ich hänge fest. Ja, ich würde ja gerne weg, aber der lässt mich hier nicht. Tja, dann werden wir die gleich mal alle erschießen müssen oder so. Mal gucken. Das finde ich komisch. Tja, ne? Und wieder auf. Na also. Bis dann, Ecstasy, Annie, Xane, out.